Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Let's Play Together Diablo 3. Ich bin Rektalin. Ich bin Soivo. Und hier guckt ihr bei Games for You. Ja, die erste Session nach dem Next-Gen-Start. Ja. Haben wir heute viel zu reden. Doppelter Next-Gen-Start. Doppelter Next-Gen-Start, ja. Letztes Mal haben wir uns darüber ausgelassen, wie es werden wird. Jetzt wissen wir es. Ich glaube, wir müssen heute eigentlich auch Level 60 werden in der Session. Ja. Mal schauen. Ja, was hast du zu sagen? Zum Xbox Launch. Fangen wir mal chronologisch an. Ja. Mal gucken, ob ich hier Zeug habe. Was kann man groß. Wir sind schon fast Level 60, sehe ich gerade. Ja. Was gibt's groß zu sagen? Ich fand das eigentlich war relativ reibungslos, ging fix. Haben wir leer gemacht, die. Sieht so aus. Fast gar nichts da. Gucken wir eigentlich gleich weiter, ne? Ja. Was mit der Quest? Müssen wir die annehmen? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Achso, wir haben glaube ich den Asmodan noch gemacht und hatten dann leer gemacht und dann war es das, glaube ich, kann das sein. Wir müssen jetzt in Akt 4. Das kann sein, ja. Ich glaube, irgendwie so war das, scheinbar. Ja, ich muss sagen, ich fand den reibungslos, den Start eigentlich. Das ging eigentlich ganz gut von der Hand alles. Das Einzige, was halt natürlich... Wir hatten so direkt den ersten Tag so zwei, drei kleine Aufreger, muss man ja sagen. Der erste war, ja gut, das wussten wir ja fast vorher schon, mit den Batterien für den Controller, was halt mal überhaupt... Erstmal, dass wir die Konsole nicht bekommen haben. Ja gut, das ist halt wieder was anderes, ne? Dass wir die dann doch wirklich noch an dem Launchtag im Laden kaufen mussten. Ja. Haben aber sogar nur eine bekommen, von daher, was soll's. Halt keine Day One Edition mit FIFA, sondern so eine ganz normale. Ja. Aber das hat dem Ganzen ja keinen Abbruch getan. Aber ansonsten war der Start eigentlich relativ reibungslos. Ja, was heißt Aufreger? Also das mit den Akkus hast recht, das war vorher schon bekannt. Ja. Aber jetzt okay, wenn du jetzt so Sachen wie die GamePro liest, da steht immer Lithium-Ionen-Akkus beiliegend. Die Scheiße heißt Duracell, ohne Werbung zu machen, und ist eine Einwegbatterie. Also da dürft ihr euch nicht drauf verlassen. Und vor allen Dingen, wenn ihr seht, dass da dicke Werbemaßnahmen von Microsoft geschaltet sind, könnt ihr ein Pfifferling drauf geben. Jetzt nicht die Xbox One, dass ich die schlecht machen wollen würde, aber diese Akku-Verarsche da, die ist schon ein bisschen nervig. Ja, definitiv. Ja, dann der nächste Aufreger war ja, dann haben wir uns die ersten Spiele besorgt, wollten anfangen zu spielen, packen die Spiele schön in aller Ruhe aus, machen so die erste Xbox-Packung auf, denken so, okay, was ist denn hier los? Erstmal ist die CD nicht mehr auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite, also quasi auf dem Fach, was man öffnet. Das ist aber nicht der Grund, warum wir uns aufregen. Nee, das ist nicht der Aufreger, das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wollte halt vom Anfang des Aufmachens gehen und dann wollten wir die erste Packung wieder zumachen und direkt mal war die erste Packung kaputt, weil die so billig gebacken sind. Ich glaube, ich habe mittlerweile, wir haben über 130 PS3-Spiele oder so und das ist noch nie eine Packung kaputt gegangen, ja? Nee. Und auch irgendwie PS2 nie eine Packung kaputt gegangen oder so. Erste Xbox One, ja auch mit Packung machen, und kaputt gegangen. Ernst, weißt du? Packung kaputt machen. Sag mal, es war die erste Mal, dass irgendwie seit Xbox, nee, gut, seit PS1 von mir aus, ja, eine Packung kaputt gegangen ist. Und da waren es dann irgendwelche Kratzer oder so, oder dass mal der Verschluss abgebrochen ist oder so. Jetzt mal, nur zum Vergleich, ne? Also stellt euch vor, PS3 oder alte Game-Packungen, so PS2-Packungen und so, das ist ein härteres Plastik. Und dann kennt ihr doch bestimmt auch so günstige Blu-ray-Packungen von günstigen Filmen. Und was anderes sind die Xbox-Packungen nicht. Das ist einfach nur ein ganz billiges Plastik, so Wabbelplastik. Nicht mal verstärkt irgendwie, sondern wirklich so transparentes Wabbelplastik. Ja, und das ist dann ein Spiel, was du dann, keine Ahnung, dadurch, dass wir ja so viel spielen, müssen wir ja ständig wieder auf und zu machen, die Packung. Und wenn es dann beim ersten Mal schon kaputt geht, ich meine, wir sind jetzt jedes Mal extremst vorsichtig, wenn man so eine Packung dann in die Hand nimmt. Das ist einfach nur ein Armutszeugnis, ja. Vor allem, es gibt ja keine Ersatzpackung und gar nichts. Du kannst nichts da haben. Bei PlayStation bist du wenigstens noch so weit, dass du sagen kannst, du holst so eine PlayStation Plus Kartenpackung und kannst es dann einfach wechseln. Das ist ja so ein Unique Design irgendwie.
bei denen. Was aber auch die Sache ist, du kannst ja noch nicht mal sagen, okay, das ist mit Amazon gekommen, so nach dem nee, Motto, das ist eingefroren, gekauft. Sondern es war ja im Laden gekauft. Im Laden gekauft, das Das ist Spiel. Im Laden gekauft und nach Hause gebracht und im Eimer gewesen. Also, das kann es ja wohl nicht sein. Vor allen Dingen, wenn man mal auch das Unboxing verfolgt, die von den Plane Charge Kit von Controller und so, wie so kleine Schmuckschatullen gemacht. Heute habe ich so ein Day One 12 Monate Xbox Live Scheiß geholt. Da ist eine Steelbox, Steelbook und innen drin eine Metallplakette mit einem Code drauf gedruckt. Da machen die so einen Aufwand. Da können sie ein Geld für ausgehen. Aber Spielepackung, ja, ist uns doch scheißegal. Ihr wolltet ja nicht, dass wir DRM machen und so. Da kriegt ihr jetzt scheiß Packungen, so nach dem Motto. Kommt mir das vor. Ja, dann der nächste Punkt bei den ganzen, das hat aber jetzt nicht nur was mit der Xbox One zu tun. Da macht man das, die Packung auf und statt einem schönen Wendecover, wo man irgendwie, wo das ganze unnütze Zeug draufsteht, umblättern kann, damit das alles weg ist mit dem 18er Kennzeichnung, Day One, bla bla Edition, da müssen wir gar nicht drum. Nee, da wird jetzt einfach statt Wendecover gibt es jetzt auf die Rückseite des Covers die Beschreibung drauf gedruckt, beziehungsweise die Sicherheitsgedönse. Ja. So dass man nicht mal mehr irgendwie einen. Nicht mal, früher hat man dicke, fette Beschreibungen gehabt. Teilweise im Super Nintendo hat man Komplettlösungen bekommen. Kleine ja? Bücher halt. Ne? Kleine Bücher, ja. Dann wurde es mit der PS3 oder was, wurde es dann so, dass dann irgendwie nur noch so Papierdinger drin sind mit Sicherheit so gedülzt. Und das drucken sie jetzt mittlerweile, sind sie so weit ja, auf die Wendecover zu drucken. Ist es bei der Wii U jetzt. Und seit gar nichts mehr Wii U dabei. Draußen ist, sind es dann nur noch diese Zettel. Teilweise ja. Nur ein kleines Blatt drin, wo es heißt, guckt euch die Beschreibung noch online an. Ja, ich würd mir das dauert nicht lange, hat die Wii U das auch gesehen, dann machen die das auch einfach aufs Wendecover drauf gedruckt. Ja, nee, glaube ich nicht. Die haben ja diesen Hartplastikpackungskram. Denk nicht, achso, die kann man nicht durchgucken, ne? Nee. Glaube ich. Ja, gut, dann wahrscheinlich nicht. Ja, aber du musst ja nicht so ein billiges Plastik machen, wenn du durchgucken willst. Ich meine, die PS4-Packungen sind ja auch zum Durchgucken, aber es ist trotzdem das normal gewohnte harte Plastik. Ja. Was halt auch was aushält. Das kann dir auch mal aus dem Schrank fallen, ohne dass du Angst haben musst. Ja, da hätte ich bei den Spielen schon Angst. Ja, wenn es auf die Kante fällt, kannst du schon Probleme haben. Ja, definitiv. Wabbeliger Scheißdreck. Ja, und die, ich weiß nicht, meiner Meinung nach sitzt die CD auch einfach nicht fest genug in der Halterung drin, weil das so konzipiert ist, dass man da gleich zwei CDs oder so drauf tun kann anscheinend. Ja, was aber gar keinen Sinn was macht. Was keinen Sinn macht, weil es ja eben nur ein Blu-ray momentan ist. Ja, wir müssen ja erstmal Spiele rausbringen, die mehrere brauchen. Auf jeden Fall ist es aber schon dafür konzipiert und deswegen sitzt sie ein bisschen wabbelig in der Verpackung. Das ist ein bisschen schade, muss man einfach ja, sagen. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht die Gefahr, dass es rausfallen würde. Ja? Nee. So weit kann man nicht gehen. Aber es ist halt doch ein bisschen. Ich denke, das Problem ist einfach, dass die Beschreibung bzw. die Spielepackungen so wabbelig sind. Das ist im Grunde genommen das Hauptproblem und das einzige Problem. Wenn man es genau nimmt, finde ich jetzt. Ja. Das ist so wabbeliges Plastik. Aber jetzt beileibe nicht so verstehen, dass die Xbox One jetzt schlecht wäre. Oder nee, dass wir sagen, definitiv nee, nicht. Ist nicht gut. Das sind so wir gar finden die eigentlich Finger ganz in Ordnung. Grafisch ganz klar unterlegen. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, denke ich. Auch von den Exklusivtiteln her. Auch von den Exklusivtiteln auf jeden Fall. Also Rise ist ja absolut geil. Es heißt Grafikblender, aber so geil ist die Grafik nicht. Wenn man es genau nimmt. Ja, weil es dann im Hintergrund einfach verschwimmt und unscharf ist, dann das ist ein bisschen lächerlich. Alles, was jetzt natürlich nah dran ist, das sieht sehr gut aus, da ja, kann man nichts sagen. Das stimmt. Das ja, die Menschen sehen gut aus, die Sprachausgabe ist gut und alles, aber es steckt absolut gar nichts dahinter dann. Das war's. Mehr kann man dazu nicht sagen. Die Kämpfe sind langweilig und stupide, die Story gibt nichts her. Blöd. Ja, also nicht zu empfehlen. Eher Suteiken, so wie ich das von dir gehört habe. Ja, Suteiken macht. Ich meine, man muss natürlich schon auf solche Aufbausimulationen und Kram stehen. Und muss da so ein bisschen seinen Spaß haben, da mit den Tieren und Kram. Aber wem sowas Spaß macht, dem kann ich das nur empfehlen. Auch so, ich denke da immer wieder so an früheres Themenpark und Co. Und das mit dem, dass man jetzt wirklich da in den Park rumrennen kann und mit einem Auto oder mit so einem Buggy rumfahren kann und alles Mögliche halt verändern kann. Ja. Das macht richtig Spaß. Kann man nur empfehlen. Vor ja. allem auch, wenn man dann irgendwie mit der Familie was spielen will oder so, weil das Kinect-Feature doch ganz nett eingebunden wird für so kleinere Kinder, dass man die Tiere dann füttern kann auf dem Bild und alles. Oh, da ist ein Robo gesprungen. Das ist auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Los. Bisschen durch die Fresse bekommen. Ja. Ja. Ich muss zugeben, ich habe PC Diablo gespielt mit dem Barb und irgendwie bin ich es nicht gewohnt, dass ich hier auf die Fresse kriege. Hab schon mal einen Ring bekommen.
Du wirst eh noch nicht nachgucken. Und da muss ich mich doch ein bisschen mehr konzentrieren wieder. Ja, aber mal was ganz anderes. Es gibt eine Sache, die mich tierisch aufregt, und zwar bei allen Exklusivtiteln für die Xbox One. Yeah! Und zwar, was denn? Stufe 60? Du bist vor mir 60 geworden? Ja. Alter, jetzt geht's Paragon ab hier. Nee, aber was ich sagen wollte, bei Zoo-Titan bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so ist, dass du da Tiere nochmal extra kaufen kannst. Nee, habe ich nichts gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Kann sein, dass das nur ein Gerücht war. Aber wo es definitiv ist, ist bei Forza. Bei Forza zahlt ihr 70 Euro für das Spiel, ne? 70 Euro. Die sind ganz schön teuer, die Next-Gen-Spiele, muss ich sagen. Ja gut, ne, also im Saturn kostet Forza 60. Ja? Ja. Ist aber auch egal, ob es jetzt 60 oder 70 sind. Also ja? Ich meine, es kostet, nee, es kostet mindestens 65 oder so. 60 aus. Zuteilkund war 65. Ja? Okay, dann sind es von mir aus, sagen wir 60. Dann ist es halt nicht so teuer. Trotz allem, Problem ist aber, es gibt Mikrotransaktionen im Sinne von, kauft dieses Autopack, kauft jenes Autopack, wenn ihr wirklich alle Autos haben wollt, die Forza zu bieten hat. Und es sind generell ja nur 200 Autos, was man nicht vergessen darf. Dann müsst ihr nochmal mit dem gleichen Preis mindestens rechnen, um die 60, 70 Euro für DLC-Content. Und das kann es nicht sein für ein Vollpreisspiel, dass da nochmal von vornherein quasi On-Disc-DLC so nach dem Motto ablaufen. Also ob sie On-Disc sind, kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest, dass sie halt schon ab Launch zur Verfügung stehen. Und vor allen Dingen dann auch, ja genau, bei Rise ist es ja auch so. Ja, bei Rise kann man dann Fähigkeiten und Finisher und so ein Kram dazu kaufen. Ich glaube, keine Ahnung, das sind so Sachen. Da spielst du eine halbe Stunde und hast den Gegenwert von einem Euro oder so. Ja. So rein theoretisch, ja. Jetzt so grob dahingesagt, ja. Aber trotz allem, irgendwo von mir aus eine Stunde, lass eine Stunde sein und kannst mit einem Euro sparen. Ja, das ist ein lächerlicher Shit. Ja, was heißt denn ein Euro sparen? Ich meine, das Problem ist doch überhaupt, ist das Spiel so scheiße, wenn das Hauptanziehungspunkt vom Spiel ja Finisher und so weiter ist und die Skillverbesserungen und hast du nicht gesehen. Und die dann aber auch einfach kaufbar sind. Ja, ist lächerlich. Das spricht doch nicht gerade für das Spiel. Ja, ich muss, vor allem, das ist ja auch wirklich wieder 60 bis 70 Euro Spiel. Ja. Und wenn man sich dann Finisher dazu kaufen muss, damit das Spiel mehr Spaß macht und nicht so einfach stupide ist, ja, ist ein bisschen affig. Mehr als affig. Und das ist vor allen Dingen nach meiner Meinung, was jetzt Microsoft Exklusivtitel angeht, wohl die gängige Gangart. Ja, aber du, weißt du, was sein kann, dass es bei Zoo-Titan nicht ist? Und zwar aus dem folgenden Grund. Das ist ja auch auf 360 rausgekommen. Ja. Genauso wie ist es bei Dead Rising. Bei Dead Rising war ja auch eigentlich für die 360 geplant und ist dann hochgeportet worden. Ja, Dead Rising soll ist aber ja auch nicht so schlecht, hast du gesagt. Das ne? ist gut. Also das ist für mich, Forza ist natürlich ein gutes Spiel. Problem ist, da musst du halt drauf stehen, ne? Auf Rennspiele irgendwo. Ist generell aber sehr gut. Ein bisschen zurück dann da. Ich kann nicht weiter nach vorne. Bin ich wie geblockt. So, jetzt aber. Wie gesagt, Forza ist halt Rennspiel. Entweder du magst Rennspiele oder du magst keine. Wenn du keine magst, hast du halt keinen Spaß dabei. Wobei man aber auch sagen muss, da gibt es ja aktuell so viele verschiedene Spiele einfach zur Auswahl. Wenn man jetzt Gran Turismo noch dazu zählt und Need for Speed, das rauskam, alles. Das ist für mich jetzt kein Grund für mich jetzt unbedingt eine Xbox kaufen zu müssen. Nee, das nicht, aber es sieht halt trotz allem gut aus. Ich finde, das sieht durch die Bank besser aus als Rise. Weil die Autos sehen geil aus, die Cockpit-Perspektiven sehen geil aus, es sind 1080p, es sind 60 FPS. Rise ist ja nur 900p hochskaliert auf 1080. Und die Strecken sehen auch super aus. Also ich finde grafisch das eindrucksvoller, ehrlich gesagt. Okay. Auch wenn das Schadensmodell jetzt nicht so geil ist, aber... Du bist auch Level 60 geworden, ne? Damit. Ja, ja. Juhu! Ich bin 60! Jetzt können wir aufhören. Ja, jetzt komm. Jedenfalls, es geht ja mit Paragon nahtlos weiter. Ja, ja, ne? Klar. Fängt ja schon der blaue Balken da an. Ja. Dead Rising ist halt ein richtig geiles Spiel, muss ich sagen. Also das ist richtig cool, das macht Spaß, das ist abwechslungsreich, das ist auch, nimmt sich auch nicht so ernst als Horror-Zombie-Spiel irgendwie. Und bietet halt wirklich so viel Abwechslung. Ich bin da teilweise, dass ich denke, okay, ich mache jetzt was in der Story, laufe um die Ecke und dann sehe ich aber irgendwie was anderes und mache dann was anderes, finde irgendwie einen Waffenplan und baue dann da irgendwas. Jetzt kriegen wir auch die Nephalem-Buffs, ne? Ja.
finde da so einen Bauplan, da liegt dann natürlich auch immer.